Leon war ein großartiger Anführer. Ich hatte das Gefühl, er nahm mich endlich ernst. Besonders, da Dana nicht da war. Ich wusste, er liebte sie noch. Hatte er nicht die halbe Welt umrundet, um sie zu retten? Aber wir dachten alle, er sei zu spät gekommen und Dana sei mit ihren Eltern bei dem Pogrom umgekommen. Also glaubte ich, seine Trauer würde irgendwann ein Ende finden. Und dann fiel Dana vom Himmel. Buchstäblich. Dana wurde von London geschickt, richtig? Um den Einsatz zu leiten, den ihr Widerstandsnetzwerk plante. Die Ausschleusung eines Zivilisten in die Schweiz, glaube ich. Richtig. Aber Leon sagte uns nicht, dass Dana daran teilhatte. Vielleicht wagte er selbst nicht, daran zu glauben. Sie hätten die beiden sehen sollen, Fräulein. Es war, als wären sie nie getrennt gewesen. Wissen Sie, ob Dana jemals ein Kind erwähnt hat? Vielleicht hatten sie vor, in Balta ja eins zu kriegen. Wer weiß? In Balta ja? Ja, sie sprachen ständig davon. Wie sie nach dem Krieg dort wohnen würden, zusammen mit Ludwig und seinem Stamm. Aber das war nur ein weiterer geplatzter Traum. Gut, ich sollte jetzt London kontaktieren. Mein Funkgerät ist unten. Leons Zeichenheft. Ich erkenne die Wagener Berge in diesen Zeichnungen. Leon muss sie während seiner Bergtouren in der Region gezeichnet haben. Die Zeichnungen sind aus dem Sommer, als wir uns kennenlernten. Diese Landschaften scheinen sich nicht in der Gegend von Wagen zu befinden.
Leon muss diese Zeichnung gemacht haben, als er mit der Expedition in Baltaya war. Das ist eine Zeichnung der Goruns. Herr Gustav hat mich hier untergebracht, als ich auf der Hütte arbeitete. Ich habe hier so viele Erinnerungen mit Leon. Als ich mit Junta nach London ging, hätte ich nie gedacht, dass ich noch einmal herkomme, geschweige denn Leon wiedersehe. Eins von Leons Bildern. Er hat eines von mir gemalt, wie ich auf der Terrasse posiere, in dem Sommer, als wir uns kennenlernten. Er hat es mir sogar geschenkt, damit ich ihn nicht vergesse, solange er in Baltaya ist. Die braunen Schatten haben es wohl zusammen mit Papas Galerie zerstört. Der Schlupfwinkel des Goruns. Lenis altes Zimmer. Ich sollte nicht reingehen. Juntas Versteck. Ich bezweifle, dass ich hier etwas finde, um das Funksignal zu verstärken. Diese Antenne sieht aus wie eine von Herrn Gustavs Erfindungen. Es muss etwas anderes geben, was ich da einstecken kann. Wenn diese Antenne angeschlossen ist, muss sie sich öffnen lassen. Herrn Gustavs altes Radio. Ich erinnere mich an die vielen Sommerabende, die wir damit verbracht haben, Hörspielreihen zu lauschen. Also hat Junta sie wohl nie abgeholt. Es ist doch eigentlich kein Wunder, wenn man bedenkt, dass ein Weltkrieg ausgebrochen ist. Was für ein Chaos. Herr Gustav muss Juntas Dunkelkammer als Lager genutzt haben, nachdem sie weg war. Was für ein Chaos. Herr Gustav muss Juntas Dunkelkammer als Lager genutzt haben, nachdem sie weg war.
Diesen Einrichtungen nachzuurteilen, scheint Leons Netzwerk besonders gut organisiert zu sein. Schade, dass das nicht auf alle Widerstandsnetzwerke zutrifft, mit denen wir zusammenarbeiten. Darf ich? Wahre Waffenbrüder und Schwestern. Man spürt, dass die drei immer zusammenhalten. Leni und der Gorun scheinen sich nahe zu stehen. Schön, dass sie einen Freund gefunden hat. Nicht, dass Herr Gustav ihr keine Zuneigung entgegenbringt, aber sie war immer so allein auf der Hütte. Der Gorun hat Leon als seinen Bruder bezeichnet. Sie müssen viele Abenteuer zusammen erlebt haben, seit Leon ihn aus den Fängen von Herrn Berger befreit hat. Sie zeichnen sehr gut. Für Sie, Dana Rose. Danke. Danke vielmals, Herr Ludwig. Es ist fast, als wären Sie an jenem Abend dabei gewesen. Leon hat erzählt. Hat er von mir gesprochen? Die ganze Zeit. Ich sollte gehen. Dann bis später, Herr Ludwig. Mhm. Oh, diese Zeichnung sieht aus wie Leon und ich. Der Gorun muss sie nach Leons Erzählung angefertigt haben. Leni! Hm? Was gibt's? Unglaublich, wie groß du geworden bist. Wie ist es dir denn ergangen? Ganz gut, soweit. Ich habe gehört, dass die Hütte vor ein paar Jahren von den braunen Schatten geschlossen wurde. Euer Netzwerk hat offenbar das Beste daraus gemacht. Aber was ist mit Herrn Gustav? Ist er tot? Nein, ist er nicht. Obwohl, für mich könnte er es gerne sein. Es ist unglaublich, wenn ich daran denke, dass du und Leon an der Seite von jemandem kämpfen, der von so weit weg kommt. Ja. Nachdem Leon ihn auf der Expedition in Baltaja gerettet hatte, nahm Ludwigs Stamm ihn über die Wintermonate auf. Sie wurden unzertrennlich. Wie Brüder. So sehr, dass Ludwig darauf bestand, mit Leon hierher zurückzukehren. Jetzt ist er unser leidenschaftlichster Mitstreiter. Der Schrecken der braunen Schatten. Bis später, Leni.
Hast du London schon erreicht? Wir unterhalten uns später, Dana. Ist alles in Ordnung, Herr Exner? Sie wirken etwas nervös. Wenn es wegen Ihrer Flucht morgen ist, versichere ich Ihnen, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Leon ist der Beste für... Was morgen passiert, ist mir völlig egal. Was ist es dann? Es ist meine Frau, Andrea. Wie ich bereits Ihren Gorillas sagte, ich kann nicht ohne sie weg. Ihre Frau? Tut mir leid, Herr Exner, aber wir haben keine Befehle bezüglich... Ihre Befehle sind mir völlig egal. Ich gehe nicht ohne Andrea. Verstehen Sie? Ich gehe nicht. Sie halten mich für ein Schwein, nicht wahr? Ein egoistisches Schwein, das Leben anderer für die Frau, die er liebt, riskiert. Das denken Sie doch alle, oder? Ich fürchte, ich kenne Sie nicht gut genug, um mir eine Meinung zu bilden. Ich bin nur wegen meines Auftrags hier, nicht um über Sie zu urteilen. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Verhalten und erwarte kein Mitleid von Ihnen. Aber wäre etwas Verständnis zu viel verlangt? Ich meine, was täten Sie an meiner Stelle? Was täten Sie, wenn von Ihnen verlangt würde, zum Wohle aller Ihren Bergsteiger zu verlassen, den Sie so zu mögen scheinen? Denn genau das verlangen Sie gerade von mir und meiner Andrea. Um ganz ehrlich zu sein, wenn ich an Ihrer Stelle wäre, würde ich auch alle Register ziehen, um die zu schützen, die mir wichtig sind. Verstehe. Danke, Fräulein. Na, Hauptsache allen geht's gut. Mehr oder weniger. Ich kümmere mich um das Funkgerät. Ein Sturm zieht auf. Ich hoffe, er bricht nicht los, bevor wir es morgen früh über den Teufelskragen geschafft haben. Den müssen wir morgen überqueren. Es macht mir Angst. Nicht wegen der Überquerung. Leon kennt den Pass wie seine Westentasche. Nein, wegen dem, was danach zwischen uns passieren wird. Ich muss einsehen, dass London mich nicht bei ihm bleiben lassen wird, wenn wir den Zivilisten in die Schweiz gebracht haben. Und Leon wird seine Männer nicht verlassen und mir nach London folgen, solange der Krieg noch tobt. Wieder scheint alles sich gegen uns verschworen zu haben. Aber wenigstens habe ich ihn gesehen und weiß, er liebt mich noch. Und wenn wir nach dem Krieg zusammen nach Baltaya gehen, haben wir genug Zeit füreinander. Genug gegrübelt.
morgen habe ich den ganzen Tag Zeit für Selbstmitleid. Die Alliierten können den Widerstandskämpfern nicht genügend Material schicken, weshalb sie noch immer auf ihre altmodischen Methoden zurückgreifen. Das ist ein Waffenversteck. Seit Herr Gustav weg ist, nutzen Widerstandskämpfer diesen Ort als Außenposten. Die braunen Schatten wissen es sicher zu schätzen, wenn Leon und seine Leute sie mit ihren eigenen Granaten bewerfen. Offenbar ist der Gorun ein Albtraum für die braunen Schatten. Er muss der Super-Widerständler sein, von dem ich in London so viel gehört habe. Nach dieser Propaganda gegen die Widerstandskämpfer zu urteilen, müssen die braunen Schatten recht verzweifelt sein. Harold Exner. Laut Auswärtigem Amt ein Wissenschaftler mit wichtigen Informationen für die Kriegsanstrengungen. Seine Tarnung ist aufgeflogen, was zu diesem Einsatz geführt hat. Ich sage es besser nicht bei der Besprechung, aber er hat einen Ruf als arger Hitzkopf. Die Berghütte. Der Ort, wo zwischen mir und Leon alles begann. Die Schweiz. Dort ist das Paket in Sicherheit. Wir müssen mit dem Paket den Teufelskragen überqueren, um die Schweiz zu erreichen. Es heißt, der Pass sei nicht extrem anspruchsvoll, aber trotzdem braucht man einen Profi-Bergsteiger als Begleitung. Die Berghütte. Das ist der Ausgangspunkt für unsere Expedition in die Schweiz morgen. Mit diesem Teil des Funkgeräts empfängt man Nachrichten. Mit diesem Teil des Funkgeräts empfängt man Nachrichten. Ich brauche meine Dokumente, um die richtige Einstellung zu finden. Sie sind in einer Seitentasche meines Rucksacks. Nichts. Ich sollte das Funkgerät erst einschalten. Vielleicht ist Herrn Gustavs selbstgebautes Radio noch irgendwo hier. Sie passt nicht. Offenbar stimmt etwas mit der Antenne nicht. Wenn diese Antenne angeschlossen ist, muss sie sich öffnen lassen. Das sollte das Signal verstärken. Perfekt.
Unmöglich. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Nichts. Ich sollte das Funkgerät erst einschalten. Mit diesem Teil des Funkgeräts schickt man Nachrichten. Nichts. Ich sollte das Funkgerät erst einschalten. Lea. Thank you.
Mit diesem Teil des Funkgeräts schickt man Nachrichten. Nichts. Ich sollte das Funkgerät erst einschalten.